moin. Kann man helfen? Was soll ich denn jetzt sagen? Moin, eine neue Folge Let's Talk. Ich habe keine Mühen gescheut, mich in Robe geschmissen und bin im Hotel Atlantik gelandet zum Blauen Ball 2018. Immer wieder veranstaltet von dem Ehepaar Enert. Hoffentlich kriegen wir die heute auch noch vor die Kamera. Wir schauen mal, was es sich so gibt, zu talken gibt. Bis später. Hi Thorsten. Hallo Nina. Ein bisschen Urgestein in Was Hamburg. Bin ich? Ein Urgestein in Hamburg auf dem Blauen Ball, habe ich mir sagen lassen. Du bist hier öfter zu finden. Das stimmt, ja. Siehst du? Ich habe dich erwischt. Ja. Sag, was ist die Intuition, hier immer wieder regelmäßig aufzutauchen und diesem guten Zweck dienlich zu sein? Du, ich habe den Blauen Ball gibt es ja seit 21 Jahren. Und ich habe den irgendwann vor, ich weiß gar nicht, 10, 12, 15 Jahren mal moderiert. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und seitdem und auch einige Jahre vorher war ich mit den Veranstaltern schon gut bekannt, inzwischen ganz gut befreundet. Und ich freue mich immer, hier zu sein, weil das ein besonderer Ball ist. Das ist eigentlich so der letzte Ball der Ballsaison. Jetzt wollen wir mal in den Sommer, ja? Jetzt sagen wir mal. Also das letzte Mal die Möglichkeit, nochmal den Smoking anzuziehen. Und eine sehr familiäre Atmosphäre, eine sehr persönliche Art, einen Ball zu gestalten. Und man trifft viele, die man kennt, und man hat immer einen schönen Abend. Dich habe ich ja auch getroffen. So, wieder interessante Gäste gefunden. Einmal aus der Musikbranche. Magst du dich kurz vor unser Publikum vorstellen? Hallo, ich bin Kathy Silvana Krause. Ich bin Musicaldarstellerin. Und deine Begleitung? Und ich bin Mike Washington, Hamburger bekannt. Ich denke auch, sollte jeder wissen, wer er ist. Was treibt euch her? Ist das der Charité-Gedanke? Es ist der Charity-Gedanke, es ist auch der Gedanke, unter Gleichgesinnten, die was Gutes tun wollen, zusammenzukommen und für eine gute Sache einen schönen Abend zu verbringen und dass auch was Schönes dabei rauskommt. Habt ihr schon Lose ergattern können? Noch nichts, aber ich bin der Gründer von diesem Ball. Vom Anfang an bin ich schon dabei, seit 21 Jahren. Und ich habe gesehen, wie er sich alles entwickelt hat. Und es ist jetzt in so ein von den schönsten Bälle Hamburgs geworden. Ich glaube bundesweit auch. Das kann ich nicht beurteilen, aber wie ich das sehe jetzt in den letzten Jahren, es ist eine mega Veranstaltung hier geworden. Das ist der Sinn der Sache. Das ist der Sinn der Sache. Wir wollen den krebskranken Kindern helfen. Und das tun wir einfach eine gute Sache und dafür sind wir hier. Und das machen wir jetzt. Möchte ich auch, dass ihr das weiter tut und viele Kontakte knüpft. Hab viel Spaß. Dankeschön. Danke, dass ihr Zeit für mich hattet. Tschüss. Jetzt in die Kamera lächeln und einmal jubeln. Ich bin Heiko, Hamburgs wohl bekanntester Paparazzo. Jetzt in ein paar Wochen 42 Jahre jung. Hey. Und lebe in Hamburg und gehe sämtlichen Promis, die hier den Boden berühren, auf die Pelle. Und schießt sie immer ab, ne? Ja, mit der Kamera. Ja. Genau. Ich versuch dann Love Stories zu enthüllen, Trennungsgerüchte zu bestätigen, Promis in Feierlaune. Hier beim Blauen Ball zum Beispiel habe ich die ersten Kussbilder Viola Möbius damals mit ihrem neuen Freund gemacht. Du verdienst ja hauptberuflich als Fotograf ja auch dein Geld, ne? Ja. Sind solche Enthüllungsbilder wirklich mehr wert als der Klassiker vor der Fotowand? Ja, natürlich. Na, also das Leben, das Fotoleben ist im Fotografenbereich ja kein Ponyhof. Und du siehst es ja, wenn du mal durchs Zeitschriftenregal schwenkst, dann siehst du auf den Titelseiten immer, sie haben es getan. Sie sind getrennt. Und der Skandal. Also das wollen die. Bist du auch mit bei? Machst du sowas? Nein, ich schreibe nicht. Ich beobachte und fotografiere. Und was die Redaktion im Prinzip daraus dann macht, das sind ja immer andere Geschichten. Wir hören uns. Alles klar. Vielen Dank. Danke dir. Sehr gerne. So, wieder interessante Gäste vor der Fotowand getroffen.
Ich bin hier die Kleinste im Bunde, wie ich hier gerade merke. Ich passe hier aufrecht unter der Hutschnur durch. Es sind ganz selten Menschen größer als ich. Wie groß bist du? Ich glaube, ich bin jetzt so an die 2 Meter. Oh. Also mit den Haaren. Ja, gut. Das ist sogar überragend. Mehr als 2 Meter. Überragend. Sowieso bei dem Outfit mega überragend. Dankeschön. Kann ich nur Komplimente aussprechen. Mit wem spreche ich hier überhaupt? Wir müssen ja unseren Zuschauer ein bisschen was erzählen. Mein Name ist Susanne Böhm. Ich komme aus Hamburg, moderiere hier RTL Nord und darf heute Abend auch den Blauen Ball moderieren. Wir haben schon die Stimme gehört. Wir sind leider hier nach vorne verfrachtet. Wir wollen da auch nach hinten nicht so doll stören. Und wen darf ich hier vorstellen? Ja, ich bin Drag Queen Sina Valentina, seit 7 Jahren Travestiekünstler und Model in Hamburg. Und bist du hier auch engagiert oder bist du hier rein privat? Ich bin hier heute als Gast. Aber es ist für mich das allererste Mal im Atlantic Hotel und ja, ich finde die Räumlichkeiten, die Kulisse und die Atmosphäre sehr, sehr schön. Ja, und bin gespannt, was der Abend noch so bringt. Na, er ist ja noch ganz jung. Ja. Also, wir haben gerade angefangen. Aber das ging ja schon gut los. Also erstmal danke, dass ihr Rede und Antwort gestanden habt. Sehr gerne. Ich wünsche euch noch viel Spaß und viel Glück bei der Tombola, ne? Ja, danke. Danke. Jo, tschüss. Tschüss. So, jetzt den Hauptinitiator vor der Kamera endlich. Viel beschäftigter Mann, herzlich willkommen vor der Kamera, erinnert. Dankeschön. Das 21. Mal, was bedeutet ihm das? Man ist volljährig jetzt, 21. Naja, das war ja mit 18 schon, ne? Aber nein, jedes Jahr ist irgendwie was Besonderes und 21 Jahre ist ja auch eine lange Zeit. Aber auch eine schöne Zeit gewesen, mit viel Stress, aber wir haben auch viele tolle Sachen erlebt. Wir haben viele tolle Menschen kennengelernt, die uns helfen und Freundschaften geschlossen. Und jedes Jahr ist wieder ein neues Erlebnis und fängt immer wieder bei Null an. Wir machen das jetzt von Jahr zu Jahr, aber es macht so viel Spaß. Ich habe ja auch einen Kollegen, Herrn Göbner, der das mit mir zusammen macht und meine Frau und die Familie hilft da. Es ist immer doch schon eine schöne Sache. Der Tag selbst ist natürlich ein Job. Das Vergnügen haben wir natürlich, aber da leben wir mit. Aber vor und nach dem Ball erleben wir so viele schöne Dinge und das ist Lebensqualität. Und wenn wir den Kindern und den Ärzten helfen können, das ist eine tolle Sache. Und daher würden wir das gerne noch weitermachen und dann mal irgendwann überlegen, ob wir einen Nachfolger finden, der den Traditionsball weitermacht. Ja, vor allen Dingen auch in ihrem Sinne Nachfolger finden. Ja, das ist vielleicht auch nicht ganz so einfach. Vielleicht kann ich ja dann als Ehrengast kommen oder als Stammgast und dann kann ich auch mit meiner Frau mal tanzen oder so. Aber Sie tanzen doch bestimmt jetzt auch mit Ja, aber erst nach Mitternacht. Ja, das reicht. Wenn das Offizielle vorbei ist, dann gehen wir in die Disco. Wenn hier solche Sachen verlost worden sind, dürfen wir ruhig mal zeigen. Großes Autochen für ein Jahr. Ich meine, das ist ja schon mal was. Wie schwer fällt Ihnen die Sponsorensuche im Laufe der Jahre? Es wird immer schwerer, besonders schwer, oder? Ja. Erstmal gibt es sehr viele Stiftungen und Vereine, die wollen alle irgendwo etwas. Wir betteln ja immer und möchten etwas ehrenamtlich oder kostenlos haben. Aber es ist schon anstrengend, aber es hat wieder geklappt. Ich bin froh, wir haben eine Tombola, 650 Preise, 81.000 Euro wert. Wir sind die größte und hochwertigste Tombola, hat uns die Finanzbehörde gesagt. Ja. Also insofern ist es schön. Wir hoffen, dass wir die Lose heute Abend alle verkaufen können. Also ich habe auch schon gekauft, das ist wie gut. Sich das gehört. Und tatsächlich auch alles gewonnen bis jetzt. Unser Wunsch ist, dass die Leute die ganzen Preise mit nach Hause nehmen und dafür ihr Geld hier lassen. Das ist unser Wunsch. Ja, das ist ja der Sinn der Sache. Dafür sind wir hier. Ja. Und deswegen wünsche ich Ihnen weiterhin viel Spaß mit Ihren Gästen. Haben Sie gute Unterhaltung, knüpfen Sie Kontakte und bleiben Sie gesund. Schöne Vielen Grüße herzlichen an Ihre Dank. Frau. Ihnen auch noch einen schönen Abend. Danke. Dankeschön. Schirmherrn vor die Kamera gekriegt. Danke. Sie sind aber auch viel unterwegs gewesen, viel Smalltalk. Wir fangen jetzt gerade an mit der Tombola. Die ersten Lose sind auch schon unter den Mann gebracht. Ja. Was hat Sie dazu bewegt, Schirmherr zu sein? Die Einladung von dem Initiator, von Günther Ehnert, der mich schon einige Male eingeladen hat und es hat nie geklappt. Und jetzt kam die Schirmherrschaft. Und da kann man einfach nicht absagen. Also da wurden alle Dreharbeiten wurden danach gelesen. Es ist ein Termin, der freigeschaufelt werden muss heute. Und ich bin froh und dankbar, dass ich das machen kann, weil es so eine wichtige Sache ist.
Haben Sie dafür überhaupt die Zeit noch, wirklich da intensiv sich um zum Beispiel wie hier jetzt krebskranke Kinder zu kümmern und die Leute zu animieren? Tut was offen dafür? Gesagt, mache ich ganz viel in kleinerem Rahmen. Ich wohne ja in einer kleinen Gemeinde hier in der Nähe von Hamburg, in Lütjensee, und mache dann so Sachen wie beispielsweise, sobald ich zu Hause bin, ich unterstütze eine Laientheaterspielgruppe. Im letzten Jahr Frau Müller muss weg inszeniert. Und, und wir haben in 5 Vorstellungen 11.000 Euro zusammengespielt und das der Tafel und den Flüchtlingen im Ort zukommen lassen. Und solche Sachen mache ich eigentlich ständig. Und in so einem großen Rahmen wie jetzt der Blaue Ball ist es natürlich wieder was Besonderes, weil es einfach viel mehr bewegt und weil ich glaube, reiche Hanseaten hier vor Ort sind, die sich es auch leisten können. Und die und, auch. Und Sie kennen sie ja auch alle. Sie können sie ansprechen. Ich kenne eine Menge. Und dann kommen die alle in die Pflicht. Weil dann müssen sie auch guter was Trick. Gutes tun. Guter Trick, oder nicht? Naja, Sie sind nun mal allzeit überall bereit, auch zu helfen. Das ist eine ganz tolle Sache. Ich möchte Sie auch gar nicht weiter aufhalten. Alles gut. Viel Spaß weiterhin auf diesem Wahnsinnsball. Haben Sie viel Danke, Vergnügen. Gleichfalls. Gleichfalls ja. Und animieren Sie die Leute zum Spenden. Das hoffe ich, mache ich. Sie schaffen das. Danke schön. Jetzt haben wir wieder jemanden im Gang gefunden. Gabel, ja. Die ganz neue, frisch gebackene Bierkönigin 2018. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Vielen lieben Dank. Ich saß auch dabei, wo Sie dich gewählt haben, und ich habe dich auch gewählt. Vielen lieben Dank. Mensch, danke. Ich darf noch ein bisschen pelzen. Ne? Sag an, was hast du schon alles für Sachen machen müssen als Bierkönigin? Also machen müssen gar nichts. Ich habe das alles super gerne gemacht. Unter anderem habe ich jetzt schon ein paar Abende Gäste im Blockbräuhaus begrüßt und ganz viele schöne Veranstaltungen werde ich jetzt das ganze Jahr besuchen. Das ist jetzt hier meine erste größere Veranstaltung. Das ist eine super schöne Veranstaltung. Ich finde es toll, dass es halt auch für einen guten Zweck ist. Also es ist in dem Sinne Geld spenden und trotzdem auch einen schönen Abend in dem Sinne haben und einfach auch. Ja, man soll ja auch ein bisschen auch. Ne, Party machen dürfen. Genau. Hast du schon das Tanzbein geschwungen? Nee, leider noch nicht. Ach Mensch. Ich bin leider, was Tanzen angeht, nicht die Begabteste. Naja, das geht gleich in den Lifestyle und dann kann man das machen, wie man möchte. Dann fällt man bei den Massen hier auch gar nicht ich auf. Ich habe leider 2 linke Füße. Wo andere 2 linke Hände haben, habe ich 2 linke Füße. Aber solange das Zapfen noch klappt. Ja, das klappt. Und das Trinken passt auch noch. Also, ich möchte dich hiermit entlassen. Vielen lieben Dank. Danke für das Herzchen wieder steigen. Das Herzchen lassen wir wieder weg. Aber das musste mit in die Kamera. Ich danke dir. Sehr gerne. Hab vielen noch lieben einen schönen Dank. Dankeschön. Wünsche ich auch. Ja, tschüss. Danke. Inga, stell dich kurz unseren Zuschauern vor. Wer bist du? Tja, also ich bin Inga Kroll und ich habe ein Pressebüro seit, oh mein Gott, seit 24 Jahren. Und ich betreue Kunden aus dem Pharma-, Beauty- und Lifestyle-Bereich und ich betreue das Blockboy und das Elysee. Jetzt sind wir aber weder da noch hier, ja. Sondern wir sind im Hotel Atlantik. Ja. Zu Gast bei Herrn Enert und seiner Familie, die hier jedes Jahr den Blauen Ball veranstalten. Bist du hier wieder aktiv geworden oder hast du gesagt, nee, ich habe heute echt mal Freizeit? Also ich bin heute hier mit Herrn Hansen, dem Geschäftsführer von Blockboy, mit dem Betriebsleiter, mit der Hamburger Bierkönigin, die wir vor kurzem gewählt haben. Ja, so. Und es ist trotzdem aber ein privates Gefühl, weil wir hier nicht wirklich arbeiten, sondern einfach auch unseren Spaß haben und sehr schön. Es ist eine wahnsinnsvolle Veranstaltung. Ich hätte mir das nie so groß vorgestellt. Hast du da noch einen Überblick? Ja, also ich bin jetzt ja zum zweiten Mal auf dem Blauen Ball und ich muss sagen, man trifft ja alle wieder. Man, das ist ja unglaublich. Das ist ja also wie eine große Familie und das ist so, so schön. Es ist eine tolle Atmosphäre und irgendwie, obwohl das groß ist, es ist sehr intim. Also sehr, sehr so. Und es ist total entspannt. Ich finde es ganz schön. Und es ist auch toll, die vielen wirklich interessanten Leute zu sehen und diese tolle Mischung. Also mir gefällt es sehr. Danke mich erstmal bei dir. Und wir sehen uns bestimmt wieder. Oh ja, wir sehen uns bestimmt bald. Ne? Bestimmt. Vielen Dank, liebe Lina. Ciao. Danke dir. Ciao.